Seht ihr dieses unauffällige Bein da links am Bildschirmrand? Ja, und diese wunderschönen Füße? Sie gehören Piccolo, unserem Herrn und Meister. Er ist bereit, uns auch nochmal zu trainieren. Schauen wir mal, was er hat. Der Zeitpunkt ist endlich gekommen. Gut gemacht, das ist deine letzte Prüfung. Kämpfe gegen mich und gewinne, aber jetzt mache ich ernst. Setze die Höllengranate als Finisher ein, wenn du sie gemeistert hast. Er meint übrigens die Lichtgranate. Das habe ich nämlich geguckt, weil ich mich gewundert habe. Wenn du mich besiegst, zeige ich dir meine mächtigste Fähigkeit. Ich bin bereit, der Rest hängt von dir ab. Willst du kämpfen? Na, aber sowas von. Okay, besiege Piccolo mit der Lichtgranate. Nichts leichter als das, sagte Frederik und machte sich sofort auf, um Piccolo ordentlich zu verkloppen. Meisterschaft. Ja, wir werden deutscher Meister im Höllengranaten werfen. Oder Lichtgranaten werfen. Wir sind der FC Bayern unter den Super Saiyajin. Nicht wahr? So, Piccolo? Also ich muss dich mit der Lichtgranate besiegen. Habe ich das so richtig verstanden? In dem Fall wäre es natürlich absolut verschwendet, sie jetzt schon einzusetzen. Wir verwandeln uns erstmal schön in einen Super Saiyajin, damit wir sie so oft spammen können, wie nur irgendwie nötig. Aber erstmal nehmen wir dir ein bisschen Energie ab. Ich meine, ich bin ja nicht so. Komm. Boah, das war mal ein schöner Treffer. Hihi, ui. Hat der Piccolo mich reingelegt? Dieses Piccolo-Früchtchen. Eieieiei. Darauf trinke ich erstmal einen Piccolo-Sekt. Okay. Piccolo-Sekt. Natursekt von Piccolo. Nein, lassen wir das. Hallo Piccolo, ich werde dich jetzt mal ordentlich Ich wollte dich eigentlich cool wegschlagen, aber ich glaube, das lasse ich jetzt besser mal. Nicht, dass wir hier noch irgendwas versauen. Und nun... Nein. Oh, Glück gehabt. Ich wollte eigentlich das hier machen. Was, das ist alles? Warte mal, ich glaube, das musste so... War das so richtig? Ich glaube, das habe ich nicht richtig gemacht. Geschafft. Ach, war das so richtig? Ich habe einen Z-Rang bekommen. Also das kann ich... Und ein Level. Und ich werde ein guter Dämon. Und eine Energiekapsel Large. Und eine Number 9 Large. Und eine Number 6 mit Extra Dip. Und eine Spezialhöllenspirale. Die wollte ich doch. Wunderbar. I have two number nine. Ich meine, gut gemacht. Damit ist dein Training bei mir abgeschlossen. Du hast die Höllenspirale erlernt. Sie kann absolut alles durchdringen. Sie durchdringt auch Hindernisse. Du kannst sie sicher meistern. Ab jetzt musst du alleine stärker werden. Verfeinere deine Fähigkeiten oder lerne von anderen. Ich werde hier sein. Ich werde da sein, wenn du mich brauchst. Ich bin bereit. Na Gott. So, ja, was machen wir jetzt? Sollen wir uns einen neuen Trainer suchen? Was haben wir denn hier für eine Träne? Eine Träne von Trainer. Was wir aber auch noch machen könnten, mir wurde gesagt, nach der... War das nach der... nach der Busaga? Ja, nach der Busaga könnte man sich wohl, guckt euch das an, General Blue, was machst du denn hier? Könnte man sich wohl den Super Saiyajin 2 holen? Ich glaube, das könnten wir auch mal machen. So, kaufen wir uns mal den Super Saiyajin 2, falls wir ihn schon bekommen. Tatsache, da ist er, der Super Saiyajin 2. Und er kostet fast meine gesamte Energie. Was? Fast meine gesamte Energie? Fast mein gesamtes Zeni. Fast mein gesamtes Geld. Oh Mann.
Aber egal, was tut man nicht alles? So, anpassen, Fähigkeiten. Super Saiyajin austauschen durch Super Saiyajin 2. Und die Lichtgranate mache ich auch wieder weg. Was könnten wir denn stattdessen mal? Die Salzerklinge wäre doch mal cool. Ich glaube, wir nehmen mal die Salzerklinge. So, wir haben aber immer noch keinen neuen Trainer. Aber vielleicht hat Son Goten eine super tolle Quest für uns. Bist du ein Saiyajin? Nein, nein. Okay, es versammeln sich viele Super Saiyajin, um zu trainieren. Ich warte auf den letzten Gast, der sich dem Kampf anschließt. Ich habe jemanden gesucht, der gegen Super Saiyajin kämpfen kann. Ich habe das Gefühl, das wird schwer. Boah, 5 Sterne. Ja, ich glaube, ich lasse das erstmal. Dann lieber Son Gohans Quest. Da hab ich doch einen super tollen Trainer entdeckt, Leute. Wer könnte besser geeignet sein, mein Trainer zu sein, als mein absolutes Vorbild? Hallo, Yamchu! Ja. Tokitoki-Stadt ist toll. Hier gibt es starke Typen, die ich nicht kenne. Das Feuer in meinem Herzen lodert wieder. Willst du was von mir? Willst du mein Schüler sein? Oh ja, aber sowas von. Komm, wir beenden unsere Beziehung zu Piccolo. Warum sollten wir Piccolo haben, wenn wir Yamchu haben können? Ein Übungskampf. Okay. Okay. Oh mein Gott, Yamchu. Oh mein Gott, Yamchu. Schwierigkeit 1 Stern und die wird niemals höher bei Yamchu. Oh mein Gott. Werde Yamchus Schüler. Oh, nichts lieber als das. Komm her, Yamchu. Meister, warum heißen die Deutschländer... Nein. Yamchu? Hau mal eben bitte kurz ab. Das war's schon? Ich wollte doch zu Super Saiyajin 2 werden. Kann ich dann wenigstens direkt zum nächsten Training, oder... Ich hoffe doch. Ein Ki-Explosionsstoß. Das ist ja mal schwach, Yamchu. Gut gemacht. Ich war schon lange nicht mehr so in Schwung. Naja, ehrlich gesagt war das ziemlich lame. Der Ki-Explosionsstoß. Okay. Nehmen wir mal an, die werden wir jetzt ausrüsten müssen. Auch wenn ich es eigentlich gar nicht will. Also Salzerklinge erstmal wieder weg. Ki-Explosionsstoß dazu. Und nochmal sagen, hallo Yamchu, ich habe etwas Schönes bekommen. Es gehört dir, wenn du magst. Oh, wow. Oh, Yamchus Muten Roshigi. Aber leider nur die Schuhe. Na super. Okay, hast du... Was, das war alles? Muss ich erst Kämpfe machen? Ich habe gedacht, ich könnte, weil ich schon einen relativ hohen Level habe, direkt weitermachen mit dir. Okay. Naja. Dann sind wir wenigstens so nett und ziehen deine Schuhe an. Ah, so. Jetzt sehe ich aus wie ein Tourist. Das ist... Aber das ist gar nicht mal schlecht für einen Super Saiyan. So, wisst ihr was, Leute? Wenn wir da was Gescheites gemacht haben, gehen wir jetzt nochmal zu Son Gohan. Gut, Son Gohan, das letzte Mal konnten wir deine Quest noch nicht schaffen, aber dieses Mal probieren wir es. 4 Sterne und das ganz alleine. Trainieren wir. So. Erstmal gegen Piccolo. Piccolo! Jetzt haben wir diese blöde Yamchu-Technik drin und nicht die Salzerklinge. Aber ich glaube, das ist auch nicht weiter tragisch.
Wir machen Piccolo jetzt erstmal platt. Wuhu! So, jetzt gucken wir mal, was die am Choose super tolle Technik drauf hat. Oh, wow. Und das war deine einzige Trainingseinheit, Yamchu? Das kann ich kaum glauben. So. Oh, wisst ihr was? Ihr habt drauf gewartet. Jetzt tun wir's. Wir sind ein zweifacher Super Saiyajin. Und machen nochmal unfassbar viel Schaden. Okay. Es sei denn, Piccolo will nicht. Piccolo? Och, Alter. Wie der aber auch einfach nicht stirbt. Boah, der zweifache Super Saiyajin ist aber schnell zu Ende. Dieser Gegner ist gar nicht so gewöhnlich. Ja, das war gar nicht mal so scheiße, ne? Okay, Vegeta! Es ist super, Vegeta! Und für den müssen wir uns schon ein bisschen mehr strecken, das ist vollkommen klar. Haha! Du bist ein würdiger Gegner, aber diesmal wird das gute Ende auf meiner Seite sein. Aua. Aua, aua, aua. Hey. Vegeta, das mag ich ja mal überhaupt nicht, was du hier machst. Komm, hau mal lieber ab hier. Jetzt kommt auch noch Trunks dazu und ab jetzt wird's heftig. So, hauen wir erstmal weiter auf Vegeta ein, dass der schon mal weg ist. Dann klappt es nämlich auch mit dem Nachbarn, dann klappt es nämlich auch mit Trunks, weißt du? Trunks ist unser Nachbar. Trunks ist jetzt Nachbar Paschulke. Das ist ja heiß! Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig! So, Vegeta erstmal weg. Aus dem Weg, Vegeta! Okay. Das gibt's doch nicht. Ah. Der zweifache Super Saiyajin ist echt schnell, alle. Donnerwetter. Und damit natürlich auch unsere komplette Ausdauer. Werde ich wahrscheinlich mal eine Energiekapsel nehmen müssen. So. Nur auf Nummer sicher zu gehen. Ich meine natürlich auf Number 9 und Number 9 Large. Das war ja auch die Energiekapsel Large. Ja, Big Smoke. Big Smoke. Nach all den Jahren ist er ein Meme geworden. Unfassbar. Unfassbar, dass ich gegen Trunks kämpfe und über Big Smoke rede, weißt du? So. Ultimative Yamchu-Technik. Wow, nur dank Yamchu konnte ich das hier schaffen. Ohne Yamchu hätten wir keine Chance gegen Trunks. Oder sagen wir, ohne Yamchus Training. Hey Trunks, hier bin ich. Ach, hast du schon gesehen? Okay, gut. So, stirb. Wunderbar, mitten im Kamehameha beendet. So, da war der Himmel. Musste ich da wieder hin? Ödnis. Ja, Ödnis muss es sein. Genau. Hier kommt ein neuer Feind. Es ist Son Goku. Und sein kleiner Junge. Und sein Boy. Goku and his Boy.
Okay, lassen wir uns von den beiden nicht aus der Ruhe bringen. Wir müssen nur unsere Energie im Auge behalten. Da kann ganz schnell was schief gehen. Ja, das geht wahrscheinlich schneller als ich denke. Ich sollte so einen Gohan auf jeden Fall erstmal ein Stück weit ignorieren, um mich nicht davon abbringen lassen, Son Goku zu vernichten. Ich kann nicht gegen beide gleichzeitig gewinnen, das ist vollkommen klar. Das sollte ich auch gar nicht probieren. Unser Ziel lautet Son Goku. Alter, ach, da kommst du aber auch nicht mehr raus, wenn die das machen. So, Schluss jetzt. Ach, Son Goku hat noch viel zu viel Energie. Ich glaube, das wird schwer. Shit. Und weiter geht's. Boah. Wie die einen hier in die Mangel nehmen, das ist nicht mehr feierlich. Oh je. Oh. Jetzt aber gut. Boah, das gibt's doch nicht. Die machen voll Energiegespamme. Die wissen echt nicht, wie man das Spiel spielt. So, jetzt ist... Jetzt habe ich ja echt die Schnauze voll. Jetzt ist gut. Ich komme nicht mal dazu, ein fucking Kamehameha einzusetzen, weil Son Gohan mich andauernd aus dem Hintergrund angreift. Jetzt ist gut. So, Son Goku, verschwinde. Ich hab die Schnauze voll von dir. Jetzt haut der auch noch ab. Das gibt es nicht. Und habt ihr gesehen, wie viel Schaden das macht? Nur, dass er mich wegwirft? Der haut nur ab! Der haut nur ab! Und jetzt wird Son Gohan wütend. Oh Gott. Oh. Okay. So, weiter geht's. Nicht aus der Ruhe bringen lassen, nicht aus dem Konzept bringen lassen. Damit spiele ich ihm nur in die Hand. Es ist nur Son Gohan, es ist nur ein kleiner Junge. So. Zeit für Energiegespammer. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Er ist echt ausgewichen. Was? Wie bist du so schnell? Meine Güte. Oh je, Mini. Der Typ hat echt was auf dem Kasten. Kein Wunder, dass der mich die ganze Zeit so aus dem Hintergrund attackieren konnte. Aber jetzt ist Schluss. Jetzt gibt's Hausarrest. Jetzt war ich Energiegespammer. Das ist nicht mehr feierlich. Wenn wir nur noch eine Chance haben wollen, diesen Kampf zu gewinnen, dann so. Und... beenden wir es. Ah, oh, danke Krillin, deine Attacke hat uns den Sieg gebracht.
Boah. Das war kein guter Rang bestimmt. B-Rang. Ja, hätte besser laufen können. Aber das Wichtigste ist, wir haben es geschafft. Endlich. Und das war nicht leicht. Donnerwetter. Alter, was? Alter, Akira, was geht mit deinem Cape? Akira, richte mal dein Cape bitte. Papa und die anderen sind ganz begeistert. Sie liegen zwar im Krankenhaus, aber hey. Gut, es hat sich wieder beruhigt. Alles klar, Leute. Ich würde mal sagen, im nächsten Part gehen wir vielleicht mal wieder ein paar Parallelquests an. Das war mal so ein kleiner Part, um nach mehr als einer Woche Pause mal wieder ein bisschen warm zu werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk.